Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Große Sorry nochmal für die letzten drei Folgen. Mein Aufnahmeprogramm hat sich halt einfach gedacht, nö, Spielsound heute nicht. Und das merkt man halt leider immer erst hinterher. Man muss einfach alles dreimal kontrollieren, bevor man startet. Ansonsten passiert halt sowas, aber ich fand jetzt mit der Hintergrundmusik war es dann doch einigermaßen erträglich. Wir haben jetzt endlich 60 Feuerpfeile. Das macht mich so wahnsinnig glücklich, ihr könnt es gar nicht glauben. Wir reparieren jetzt. Und dann bereiten wir uns vor, um zur Eiktür zu gehen. Ich würde, bevor wir dahin machen, erstmal das Holz wegpacken. Wir brauchen auch nicht zwei Steinäxte, das ist Quatsch. Ich glaube, wir legen uns jetzt erstmal hier ein bisschen was zurecht. Als eins den Bogen, die Feuerpfeile drunter. Dann haben wir hier noch die Axt. Jetzt gleich mal das Schild daneben machen und essen auf jeden Fall hier oben hin. Wir brauchen unbedingt Fleisch. Zwei verschiedene Sorten, das heißt, wir müssen gleich noch ein paar Nixenschwänze grillen. Ich wollte mir ja eigentlich mal die... Wir müssen erst Feuer reinlegen. Mach mal. Du hast kein Holz. Ach, verdammt. Holz wäre natürlich was, um Feuer zu legen. Aber das ist natürlich auch schnell erledigt. So, leg was drunter. Hau hier einen Echsenschwanz dran. Hab doch. Hab ich doch. Reicht das jetzt? Du musst dein Feuer unter der Kochstelle anzünden. Aber haben wir doch. Wir haben hier vier Feuer drin. Also richtig brennt tut's nicht. Das jetzt daran, dass es regnet? Aber es ist eigentlich... Na, so richtig überdacht ist es nicht, nee. Ja, Mist. Es glüht nur vor sich hin. Naja, dann gucken wir uns jetzt erstmal die Werte an. Wir haben das normale gekochte Fleisch. Gibt 2 HP. Nixenschwanz gibt auch 2 HP. Gesundheit 35, Gesundheit 40. Also Nixenschwanz ist ein bisschen weniger. Ausdauer 20 und 30. Dauert 1200 Sekunden im Vergleich zu 1000. Ah, das ist okay. 1 HP gibt einen Pilz. 1 HP gibt einen Himbeeren. Und sehr viel mehr haben wir ja gar nicht. Unsere Kisten sind schon wieder fast alle voll. Also wir müssen auf jeden Fall die nächsten Schwänze noch grillen. Können wir uns hier schnell ein Feuer hinbasteln? 5 Steine brauchen wir. Die haben wir bestimmt. Wir uns einfach schnell hier eins hinbauen. Geht das? Eine Kochstelle brauchen wir noch. Ist ja nur vorübergehend, aber dann brauche ich jetzt nicht oben das Dach zuzimmern. Ich glaube, hier sollte es funktionieren. So, Feuer ist drin. Gegenstand kochen, Gegenstand kochen. Haben wir die zwei nächsten Schwänze. Die nächsten beiden kochen wir auch noch und dann sollten wir einigermaßen ausgerüstet sein. Müssen uns auf jeden Fall ausruhen und die Hirschtrophäen einstecken. Ist es fertig? Ja. Dann sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Dann haben wir 5 Nixenschwänze, 8 normal gekochtes Fleisch. Den Bau haben wir hier noch weg. Ich nehme jetzt einfach mal die Himbeeren, weil die nehmen sich ja 600 Sekunden, 600 Sekunden, 20, 10. Oh ne, Gesundheit 15 beim Pilz. Pilz ist doch besser. So, dann haben wir das alles. Wetter wird wieder schön. Irgendwie Angst haben, dass das hier abfackelt. Nee, ne? Sollte funktionieren. Dann hauen wir uns jetzt schon mal nächsten Schwanz, so ein Ding und einen Pilz rein. Das wäre erstmal in aller Ruhe noch unser Leben auffüllen. Wir setzen uns kurz ans Feuer. Mit der Taste X übrigens, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte. Musste ich nämlich auch erstmal googeln. Ist schon ein paar Folgen her, aber nur so als kleinen Tipp am Rande. Und wir müssen unbedingt die Feuerpfeile auswählen, dass wir die auch benutzen. So, wir sind ausgeruht. 12 Minuten. Jetzt schnell gucken. Eiktür geradezu.
Und dann sollte es ja eigentlich klappen. 77 Leben und wow, ist der Balken groß geworden. Du hast so einen großen Balken, Baby. Das sieht gut aus. Wie weit müssen wir noch? Ist noch ein Stückchen. Wir lassen jetzt erstmal alles andere links liegen, weil ich würde gerne den Ausgeruht-Skill ganz gerne so lange wie möglich während des Kampfes noch besitzen. Wie lange wir rennen können, ist schon cool. Also zweimal Fleisch hat schon was. Hier waren wir schon. Richtig zumindest. Wir müssen nach rechts. Ja, wir sind fast da. War gar nicht so weit. Eine Minute haben wir verbraucht. Ich bin echt gespannt, ob wir das schaffen. Nochmal sterben will ich nicht. Sah witzig aus, wie schräg er jetzt gelaufen ist. So, wo haben wir es denn? Hier vorne. Wir lassen natürlich nochmal ganz in Ruhe die Ausdauer wieder hochgehen. Da ist Hugin, mit dem sprechen wir noch schnell. 105 Leben haben wir. Du hast einen Beschwörungsort der Wächter gefunden. Bringe an ihren Altar das richtige Opfer, damit sie zu dir kommen. Aber nimm dich in Acht, die Wächter sind keine leichte Beute. Also stelle zunächst eine mächtige Waffe her, lege deine beste Rüstung an und iss eine herzhafte Mahlzeit. Ja, haben wir verstanden. 103 Leben. Gegenstand anbieten, 1 bis 8. Die Hirschtrophäe wahrscheinlich. Gut, wir packen mal die Fackel weg, die werden wir jetzt nicht brauchen. Haben wir? Hat er jetzt beide schon hingelegt? Oh oh. Oh oh. Wird wahrscheinlich dort kommen. Feuerpfeil. Wow, das hat aber ordentlich abgezogen. Wenn wir ihn von hinten getroffen haben. Boah, die Musik wird... Oh, scheiße. Ich sollte besser zielen. Was macht er? Okay, der schießt Blitze. Ein heftiger Hirsch. Ah, wir müssen weg. Aber wir haben ihn schon gut gehittet. Nein, geh bloß weg. Ja, also mit den Feuerpfeilen ist wirklich ein guter Tipp. Oh, oh, wir haben nicht mehr viel Ausdauer. Nein. Oh Gott. Wir müssen weg. Komm, hol dir Ausdauer, hol dir Ausdauer. Ah, jetzt hat er uns getroffen, hat aber nicht so extrem viel abgezogen. Ging noch. Ich würde jetzt erstmal hier ein bisschen kreise um diesen Baumstamm laufen in der... Oh. Ich habe echt Angst mit der Ausdauer. Ja. Alter, geh doch weg. Kopftreffer wäre natürlich besser wahrscheinlich. Über die Hälfte haben wir schon. Wir müssen unbedingt Ausdauer generieren. Ich weiß halt nicht, ob da Blocken mit Schild so effektiv ist gegen ihn. Aber Schild und Bogen können wir halt auch nicht gleichzeitig ausgerüstet haben. Ach du Scheiße. Geh doch weg. Wie kriegen wir den jetzt los von uns? Wir haben nicht mehr so extrem viel Ausdauer. Ah, jetzt hat er uns getroffen. Und wir haben daneben geschossen. Shit. Gefühlt ging das erste... Die erste Hälfte von seinem Leben schneller runter. Wir dürfen nicht in seiner Nähe sein. Aber lebenstechnisch sieht es sehr gut aus. Ausgeruht haben wir auch noch 8 Minuten. Ich glaube, das klappt. Ich darf nicht immer so lange die Pfeile schwingen. Oder gespannt halten. Das zieht extrem viel Ausdauer ab. Und ich treffe nicht. Gut, Viertel Leben noch. Wir sind noch so gut wie voll. Weiß nicht, warum wir nicht generieren an Leben. Komm, mach mal wieder irgendeinen anderen Move. Wir können ja eigentlich so im Kreis drum laufen und holen uns Ausdauer, wenn wir nicht gerade hängen bleiben. Wir müssen weg. Könnte uns treffen? Nee, ging. Aber wir haben ihn fast bezwungen. Unsere Ausdauer. Nein! Geh weg! Kann keinen Pfeil schießen, wir haben keine Ausdauer. Los, regeneriere.
Und ich glaube, wir haben's. Ja, das lief mal richtig geil. Ah, die Feuerpfeile waren wirklich Gold wert. Lass was Schönes fallen, mein Freund. Eine Eiktür-Trophäe. Hey. Lernen wir irgendwas? Nö. Hartes Geweih? Doch. Geweihspitzhacke. Ich glaube, die brauchen wir nämlich, um Steine zu zerkloppen. Die großen da hinten. Und noch ein hartes Geweih. Hey, das lief verdammt gut. Weiß gar nicht, ob wir die Rüstung jetzt so dringend Not getan hat. Oder ob wir die so dringend benötigt hätten. An sich konnte man ihn ja doch ganz gut ausweichen. Aber ansonsten... Ich glaube, das haben wir erfolgreich absolviert. Hugin, sei stolz auf uns. Kehre mit deiner Wächtertrophäe zu den Opfersteinen zurück und bringe den Göttern ein Opfer, damit diese dir wohlgesonnen sind. Das machen wir. Schließlich geht's ja nur darum, um die Gunst der Götter hier zu kämpfen. Wir gehen wieder zurück. Das ist der richtige Weg. Naja, 30 Pfeile haben wir verbraucht. 29. Aber wir haben auch ein paar daneben geschossen. Aber ich bin sehr stolz. Es freut mich. Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt. Ich hatte, wie gesagt, noch kein Video geguckt, wie man ihn besiegt. Ich habe mir bloß ein paar Tipps durchgelesen, dass man halt mit Feuerpfeilen idealerweise an ihn rangehen sollte. Sehr cool. Wir haben in den letzten Folgen echt gut was geschafft. Das freut mich sehr. Wir haben eine komplette Lederrüstung. Wir haben Eiktür besiegt. Wir können uns jetzt eine Spitzhacke bauen für Stein. Ein Troll haben wir besiegt. Mit dem Trollleder können wir bestimmt auch noch coole Sachen anfangen. Dann mal schauen, wer unser nächster Boss wird. Und wir müssen dann auf jeden Fall zeitnah die Werkbank verbessern. Weil wir haben so gut wie alles gebaut, was geht aktuell. Also für bessere Rüstungen und so weiter. Und mit der Gewehrspitzhacke können wir jetzt natürlich... Moment, wo bin ich? Ich muss weiter nach links. Ach hier, guck mal, hier war Stein. Ich hatte es schon wieder vergessen. Denkt, das liegt noch da? Nö. Naja, haben wir halt ein paar Steine verschenkt. Dann können wir aber die Markierung auch gleich löschen. Ja, mit Stein und so weiter können wir dann demnächst auch noch die Häuser weiterbauen. Aber mal gucken, wer unser nächster Boss wird, auf wen wir uns da vorbereiten müssen. Bin mir halt noch nicht sicher, ob es so Sachen gibt, die die Ausdauer schnell erhöhen, was man einfach mal so nebenbei schnell trinken kann. Ich glaube, mit dem Met und sowas, was wir uns dann noch brauen können, wird das in die Richtung sein, weil das wäre jetzt sehr hilfreich gewesen, einen Ausdauerbooster im Gepäck zu haben. Okay. Wir sollen zu den Opfersteinen. Mach mal da gleich mal hin, ja, ne? Die sind ja hier vorne. Aber wir kommen natürlich trotzdem nicht drum rum, uns noch Federn und alles weitere zu sammeln. Weil das wird nicht reichen. Ich weiß nicht, was wir als nächstes an die Werkbank bauen. Ah, du hast mich nicht gehört. Du hast mich gehört. Gut, wir rüsten erstmal die Pfeile um, da sind mir die Feuerpfeile dann doch zu schade. Irgendwas war gerade noch? Naja. So, wo müssen wir hier hin? Kommt der liebe Hugi nochmal? Gelesen haben wir den schon. Ich wollte es nochmal probieren. Ah, das muss man erstmal mir nachmachen. Also ich muss sagen, mir gefällt die Abwechslung im Spiel sehr gut. Dass man mal jagen geht und sich erfreut, ein bisschen Beute zu kriegen. Dann sein Häuslein weiterbaut. Ab und zu mal einen Endboss mit dem Schwarzwald und Dungeons, was alles noch kommt. Das wird bestimmt noch mega spannend. Ich nehme das jetzt einfach mal hier hin. Eiktür-Trophäe auf was anwenden? Du kannst Eiktür-Trophäe nicht auf den Opferstein anwenden. Aber hier vielleicht? Wer hat doch gesagt, wir sollen hier hin? Das war eigentlich das nächste Ziel.
Wir sind ja bei den Opfersteinen. Wir können es nicht... Ach, hier. Trophäenhaken. Deine Fertigkeiten zu sprinten und zu springen sind verbessert. Sprungausdauerverbrauch minus 60 und Sprinten auch minus 60. Kraft aktivieren. Das ist ja geil. Oh Gott. Alter, hat er mich gerade erschreckt. Ich habe bloß den Schatten gesehen. Das sieht natürlich auch mega cool aus, wenn wir hier am Ende alles voll haben. Das wird auf jeden Fall das Thumbnail dann. Ich denke auch, das wird das Thumbnail für diese Folge. Das ist cool gemacht, Hugin. Dir wurde die Kraft von Eiktür gewährt. Verwende sie, wenn du sie brauchst. Dein nächstes Ziel befindet sich im dunklen Wald. Oh nein. Begib dich dorthin, erkunde das Gebiet und birg dort die befindlichen verlorenen Schätze und Rohstoffe. Der Uralte erwartet dich. Okay. Wir waren ja schon mal im dunklen Wald. Habe ich mir das markiert? Natürlich nicht. Hier unten kann es nicht gewesen sein, weil hier sind wir ja zum Wasser. Oder ist das hier die Grenze? Aber nee, hier hinten war ja der Riese, oder? Nee, der war hier. Also ich glaube, irgendwo hier drüben könnte es schon sein. Da hinten guckt uns eine Nixe an. Ach nee. Haben die schon immer so blau leuchtende Augen? Seit wann werfen die Steine? Oh Gott, was ist hier los? Werden die jetzt stärker, desto mehr Bosse ich töte? Die gab es doch vorher nicht. Ja, komm, wir blocken mal. Wieder ein bisschen zu spät. Grauzwerge. Ach, das sind Grauzwerge. Das sind gar keine Gräulinge. Sah so ähnlich aus. Ah, die halten echt gut was aus. Mal gucken, was wir mit... Grauzwergen-Trophäe. Was wir damit anstellen können. Also scheinen jetzt doch neue Gegner auf uns zu warten. Leuchtet dahin. So, das ist unser Haus, oder? Okay. Perfekt, blocken. Wir schaffen's. Ich glaub dran. Komm, greif an. Jawohl. Und dann können wir hier schön drauf einprügeln. Also gegen die ist das dann doch die bessere Variante. Könnt mal noch eine Fackel anmachen. Damit ihr ein bisschen mehr seht. Ja, das ist unser Häuschen. Ja, sehr schön. Ist doch sehr gut gelaufen. Ich freue mich. Dass wir jetzt beim Sprinten weniger verbrauchen, sehe ich noch nicht so, aber mal gucken. Ach, jetzt habe ich mir noch Fleisch reingehauen. Naja. Was machen wir? Haben wir die Eiktür-Trophäe? Die haben wir jetzt weggehangen. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal das Inventar leer. Und da wir aktuell eh nicht sehr viel weiter bauen, können wir gucken mal, ob wir die Werkbank auf die nächste Stufe noch kriegen. Aber ansonsten könnten wir dann tatsächlich schon mal in den Dunkelwald gehen. Hier haben wir die Trophäe, dann packen wir hier die Trophäen wieder rein. Hartes Geweih. Da würde ich mir jetzt definitiv schon mal so eine Spitzhacke bauen wollen. Es wird immer mehr. Geweihspitzhacke. Ach stimmt, Hirschfellumhang, das hat man vorhin gelernt durch die Knochenfragmente. 10 Holz brauchen wir da noch. Hier haben wir 6. Ne, 6 sollten wir einstecken. Ich vertausche das immer mit dem Inventar. Ich weiß auch nicht warum. Hier. Die bauen wir uns auf jeden Fall noch. Dann können wir noch schön Stein später abbauen. Geweihspitzhacke. Und ein weiterer Triumph. Wie sieht die aus? Die würde ich mir gerne nochmal angucken. Ja, komm, wir probieren es mal. Probieren es mal aus. Ich glaube, damit können wir da noch andere Rohstoffe noch. Also nur für Steine ist die, glaube ich, nicht da. Wir finden ja auch noch Kupfer, Eisen und sowas, wenn ich mich richtig entsinne. Aber okay. So kriegen wir Stein kaputt.
Vielleicht 6 Stein. Das war relativ viel. Das ist Hugin. Wir quatschen nochmal mit ihm. Der dunkle Wald ist äußerst reich an Mineralien. Sein Boden birgt Kupfer am Strand. Nee, Kupfer und am Strand des Ozeans findest du Zinnvorkommen. Und nun geh und beanspruche die Rohstoffe der Erde für deine Zwecke. Hab ich's doch gesagt. Danke, Hugin, für den Tipp. Wir machen hier an der Stelle erstmal ein Folgenende. Wir haben es endlich geschafft, Aiktyo zu besiegen. Ich freue mich ohne Ende. Und dann gehen wir in der nächsten Folge mal in den dunklen Wald, würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.